Archibald Bedila, Bass. Guido Jöras, Schlagzeug. Und dann kommt Klaus-Peter Schöpfer dazu. Hat mich gefragt, wie ist denn das, in so ein Big Band zu spielen? Ja, ist ein bisschen anders wie in so in einem klassischen Orchester. Also es gibt viel, was hier gespielt wird, die ist nicht gar nicht notiert. Das wird einfach frei improvisiert. Und damit entsteht so ein Communication zwischen den Musikern. Zum Beispiel unser Piano-Klavierspieler Klaus Wagenleiter, der improvisiert seinen Part. Und unser Kontrabassist, Dechbal Bedile, er hört dazu und er erzählt auch etwas. Und die sprechen miteinander. Dann kommt Guido Jöras dazu und er hat seinen kleinen Teil davon. Und dann Klaus-Peter Schöpfer. Und da entsteht so eine ganz interessante Interaction, eine Kommunikation zwischen den Musikern. Und deswegen, jeden Konzert klingt ein bisschen anders. Aber das wichtigste Teil davon ist unser Publikum, weil sie schenken sie uns ihre Aufmerksamkeit, ihre Liebe und vor allem ihre Energie. Und wir empfangen das hier auf der Bühne, wandeln das in unsere Musik zusammen und schenken sie gleich wieder zurück. Und deswegen, meine Damen, möchte ich an dieser Stelle nur sagen, Sie haben wunderschön musiziert und wir bedanken uns dafür. Dankeschön, meine Damen und Herren. So ist das. Wir machen jetzt ein kleines Experiment mit einem Boogie Woogie und wir zeigen, wie das geht.